Liebe Gläubige, in unserem Museum sind viele kleine Kostbarkeiten, manche auch verborgen. Und dazu zählt auch diese gute Hirtin. Sie haben sich nicht verhört, es ist eine gute Hirtin. Jesus ist der gute Hirt und der oder die an ihm Maßstab nehmen, sind mit ihm in der Hirtenverantwortung eben auch die gesamte Kirche und darum die gute Hirtin. Seit dem Rokoko war es üblich, solche guten Hirtinnen darzustellen. Es ist eine alte barocke Holzfigur, die dann später im 19. Jahrhundert einen Kopf bekam und eben diese Kleidung, um uns zu erinnern, wie wichtig die Haltung eines Hirten ist. Hirte zu sein, das ist das Evangelium des vierten Ostersonntags, ist ein sehr einfaches, aber immer wieder einleuchtendes und ausdrucksstarkes Bild. Was braucht ein Hirte? Er braucht Gespür für das Leben, Einfühlungsvermögen und Verantwortung, auf dieses Leben aufzupassen. Vertrautheit gehört dazu, die Kunst zu improvisieren, zu verarzten, kurz auf dem Weg zu sein und schauen, dass alle mitkommen. Für Jesus geht es beim Hirten noch ein bisschen weiter. Der ist wirklich verantwortlich und sorgt sich um seine Anvertrauten. Und er ist bereit, sein Leben hinzugeben, sich voll einzusetzen und alles zu riskieren, so wie es Jesus selber getan hat. Er ist der gute Hirt. Er macht das. Und alle anderen nehmen Maß an ihm und nehmen diese Führungsqualität, diese Menschensorge auf, um selber etwas wie gute Hirten sein zu können. Am vierten Ostersonntag beten wir vor allem um geistliche Berufe. Wir brauchen geistliche Berufe, um das Evangelium zu verkünden und weiterzuleben. Und dazu lade ich immer wieder junge Menschen ein, ins Kloster zu kommen. Schaut euch diese Berufung an, wie man Seelsorge heute in einem geistlichen Umfeld leben kann. Es ist ein sehr fordernder, manchmal anstrengender, aber in allem ein schöner und erfüllender Beruf, eine gute Berufung. Und der gute Hirtensonntag erinnert uns auch daran, dass die Kirche die gute Hirtin ist, also wir alle. Und diese Führungsqualitäten gelten auch für Familien, Eltern, für die Chefs, für viele Ehrenamtliche, für alle Menschen, die Verantwortung für andere tragen und das wirklich ernst nehmen aus Gottes Führung heraus. Ein Beispiel möchte ich euch jetzt vorstellen, weil auch die Feuerwehr, die traditionell in dieser Zeit ihren Feuerwehrsonntag begeht, Maß nimmt an diesem guten Hirten. Und wie das geht, frage ich einen, der darüber sehr viel Ahnung hat. Pater Paulus, du bist seit Jahrzehnten bei der Freiwilligen Feuerwehr Michael Beuern, lange Zeit als Kurat, jetzt Ehrenkurat. Was schätzt du besonders an der Feuerwehr? Die Feuerwehr ist eigentlich kein Verein in dem üblichen Sinn, sondern eigentlich eine Gemeinschaft gleichgesinnter, idealgesinnter Menschen, die tatsächlich allzeit bereit sind, anderen Menschen zu Hilfe zu kommen, wenn Katastrophen oder sonstige Unglücksfälle über sie hereinbrechen. Sie ist gleichsam ein Schutzschild über unseren Gemeinden und nicht umsonst steht auf dem Briefkopf der Freiwilligen Feuerwehr Michael Beuern das Wort: Wir opfern unsere Freizeit für eure Sicherheit. Und was wünschst du deinen Feuerwehrkameraden zum Florianitag des Jahres 2020? Dass sie immer gesund und heil von ihren Einsätzen und von ihren Übungen nach Hause kommen, dass sie, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, auch immer wiederum zu einem gemeinsamen Nenner zusammenfinden und dass vor allem auch der heilige Florian, der Schutzpatron der Feuerwehr, für sie Schutz und Hilfe sein möge. Dann wünschen wir beide euch, der Feuerwehr und allen guten Hirtinnen und Hirten unserer Gemeinde einen gesegneten vierten Ostersonntag.